US-General Frederick Croson. 4 Stunden nach dem Attentat von Heidelberg stellt er sich der Presse in Hanau. Ein paar Kratzer am Hals durch Glasscherben hat der General abbekommen und er hört nicht mehr so gut seit der Explosion. Mit soldatischer Gelassenheit hat General Croson, der Chef der amerikanischen Armee in Europa, den Anschlag auf sein Leben aufgenommen und damit, so meine ich, ein Vorbild gegeben für alle, denen das amerikanisch-deutsche Bündnis am Herzen liegt. Aber bleiben wir bei den Tatsachen. Das Attentat auf den General, das heute früh in Heidelberg geschah und missglückte, kommt nicht unerwartet. Es ist Teil einer Serie von insgesamt 10 Anschlägen, die in diesem Jahr gegen Personen und Einrichtungen der amerikanischen Streitkräfte in der Bundesrepublik stattgefunden haben. Die Täter, so wird vermutet, gehören zum harten Kern der Terroristen der Roten Armee-Fraktion, die immer noch nicht gefasst werden konnten und die sich offenbar von Aktionen gegen die Amerikaner mehr Sympathie in der Bevölkerung versprechen als von der Ermordung von Industriellen oder Bundesanwälten. Marcel Reif gibt einen Überblick über das, was heute in Heidelberg geschah. Heute Nachmittag rekonstruierten Beamte des Bundeskriminalamtes und der amerikanischen Sicherheitsbehörden das Attentat mit dem beschädigten Wagen des Generals. Es ergibt sich folgender Hergang. 7.18 Uhr morgens. Der Dienst Mercedes, gesteuert von einem deutschen Polizisten, nähert sich einer Ampelanlage am Stadteingang von Heidelberg. Was dann geschieht, schildert ein Augenzeuge. Das ist ja aus dem Wald raus, irgendein Schuss und gleich drauf flog irgendwas vorbei. Man sah gerade so einen Feuerschein und dann einen riesen Schlag, der den Mercedes da traf. Da flog der Kofferraumdeckel sofort hoch. Gleich drauf ein zweiter Abschuss, nochmal so ein Riesenschlag. Und da war noch ein Privat-Pkw mit amerikanischem Kennzeichen. Der stand gleich neben dem Mercedes, stieg mit dem Gewehr aus und gab dann irgendwo ein paar Schüsse ab. Und dann sind in die den Wald rein dann? Da Richtung Wald rein. Ich war dann schon wieder etwas zurück, weil ich nicht genau wusste, was da auf mich zukam, nachdem der Wagen hier in die Luft flog. Ne? Und